Also. Und dann den Vize-Weltmeister aus dem Jahr 2019, Matthias Falk. Das war eine super schwere Auslosung auch für... Ja, du hast Silber. Danchu. Aber ist natürlich European Champion. Ja, European Champion. Wow. Aber die Kamera noch schnell abgebaut. Der hat noch Kamera. Das muss sein. Changchu ist Europameister. Sein erster großer Titel bei seiner ersten Einzel-EM. Das ist ein Tischtennis-Märchen. Für den 25-Jährigen. Und Jörg Roskopf wird wissen, da kommt wieder einer. Wir haben einen, der große Titel gewinnen kann. Nicht nur Ball und Ovtcharov. Bleiben natürlich hier jetzt noch drauf. Siegerehrungen stehen gleich noch an bei den Damen und bei den Herren. Das wollen wir natürlich mitnehmen. Und Dankschuh ist hier im Interview bei... Also, Moment, Moment. Heute. Ich mach Video. Da wollen wir natürlich ein bisschen reinhören. Dann deine erste EM-Teilnahme im Einzel überhaupt und dann längst der Titel. Was sagst du? Ja, natürlich irgendwo unerwartet, aber jetzt, seitdem ich gestern weiß, dass ich heute im Finale spiele, irgendwie auch eine Möglichkeit da, dass ich vielleicht gewinne das Turnier. Ja, jetzt bin ich erstmal sprachlos. Nach dem ersten Satz habe ich gesagt, scheiße, ist heute vielleicht nicht, doch nicht mein Tag. Dann jetzt habe ich am Ende 4-1 gewonnen und ja, ich kann es mir noch nicht gar nicht richtig fassen, um ehrlich zu sein. Der Applaus gibt dir die Gelegenheit, es noch einmal zu genießen. Das war ja jetzt nicht nur dieses unglaubliche Finale vor dieser tollen Kulisse, das war ja auch ein Wahnsinnsturnier, wenn man sich anschaut, wen du alles rausgeschmissen hast. Ja, ich meine, wenn man Mr. Europameisterschaft Timo Boll aus dem Turnier wirft, dann muss man auch irgendwo vielleicht den Titel gewinnen.